Hallo und herzlich willkommen in GobTV. Ja, wir haben wieder ein neues Spiel. Wir haben wieder ein Spiel aus der Liga. Wir sind jetzt nicht mehr im Pokal. Wir haben ein Spiel der Spitzenklasse aus der zweiten Liga, genauer gesagt aus der 2A. Es spielen Papa Nörgels Pestbeutchen gegen die Rocking Bulls. Spannung. Ja, und auf der RCD Main Stage, dem Stadion der Rocking Bulls mit seinem schönen Steinboden, das seht ihr, stehen die harten Rocking Bulls, ein Team des Chaos gegen ein Team des Nörgels. Das kann ja nur heiter werden. Mir zur Seite steht heute der Sol. Hallo, lieber Sol. Hallo, ich freue mich mal wieder da zu sein. Und wir sehen, ein zweiter Minotaurus ist im Spiel und eine Kettensäge. Eieiei, das wird teuer. Und Papa Nörgels Pestbildchen, eins der stärksten Teams unserer Liga mit den höchsten Punkten. Wir werden sehen, was daraus passieren wird. Na, hoffen wir doch mal viel. Ja, ich sag mal so. Ich erwarte viel in diesem Spiel. Beide Coaches haben sich ihren Aufstieg einigermaßen verdient. Sie haben beide das geschafft und wir werden mal gucken, wie dies weiter hier vorangeht. Wir sind jetzt in der Aufstellungsphase. Die Rocking Bulls beginnen. Sie setzen drei Tiermenschen nach vorne. Was schon mal keine schlechte Idee ist, weil wenn man sich mal die Skills anschaut, könnten die vielleicht überleben. Ja, darum geht's ja nicht. Normalerweise will man ja nicht von Anfang an seine Starken vorne haben gegen so Nörgel, weil man Angst hat natürlich, dass in der Angriffsphase des anderen die Großen weg sind. Und die Tiermenschen sind halt seine Linemen. Währenddessen hinten seine Minos natürlich für ihn zuständig sind. Für alles andere. Und ihr werdet sehen, er wird sehr oft mit dem Mino blocken. Ich habe jetzt die Kamera mal eben auf Kamera 1 eingestellt, wie immer. Stellt er euch natürlich noch zusätzlich gleich alles ein und ihr seht hier greifen. Auch wichtig war jetzt die Absicherung, Ball auf jeden vorher. Sehr viele Skills im Spiel. Das sind nur die verdienten Skills. Und ihr seht natürlich, das ist immer noch sehr, sehr viel. Deswegen schalte ich das aus. Das überspielt das Spiel. Und ich werde das dann pro Spieler euch gerne auch zeigen. In diesem Phase war es halt eine Standarderöffnung. Er schiebt zurück. Arbeitet mit einem normalen Blitz und hat hinten sich den Ball aufgehoben. Und jetzt gehen die Rocking Bulls natürlich in die totale Offensive. Weil er will mit den Rocking Bulls natürlich was machen. Der Blitz wird bestimmt von einem Mino erfolgen. Hier habt ihr gesehen, dass Stinke-Aura, so nenne ich sie immer. Da muss man immer drauf würfeln, wenn man die großen Jungs angreift. Aber nein, der Blitz kommt von einem Tiermenschen. Jetzt bin ich doch ein wenig überrascht. Wenn ich mir schon diesen großen hole, würde ich doch damit blitzen. Ja, vor allen Dingen Stärke 6. Eben deswegen. Und das zweite ist halt, man muss halt mal so überlegen. Der eine hat nur Mighty Blow und sein eigentlicher... Wow, hast du das gerade gesehen? Oh ja. Ein Toter mit der Kettensäge. Ein Toter mit der Kettensäge. Oh ja. Aber nein, er regeneriert. Na, solche Luschen. Regi ist was Schönes. Ja, da gebe ich dir schon recht, aber trotzdem, solche Luschen. Auf jeden Fall. Da sieht man, wie die Kettensäge auf dem Boden angesetzt worden ist mit der Foul-Aktion, ne? Das ist halt super interessant. Und jetzt wird die, jetzt wird hier wieder standardmäßig zusammengestellt. Ich sage, es wird jetzt ein Cage gebildet. Oder wenigstens ein versuchter Vorbau-Cage. Sagen wir so, er wird halt sehr auf Safe spielen, weil er genau weiß, die Kettensäge kann noch wehtun. Er muss sie erstmal entweder vom Platz stellen oder riskieren, einen schnellen Touchdown zu machen, der vielleicht unterbrochen werden könnte auf dem Weg. Ja, aber du siehst, es wird halt alles zur Absicherung rangestellt und es wird ein langsamer Nörgelvormarsch sein. Das ist halt die einzige richtige Taktik, die du ins Nörgel spielen kannst. Räum deine Gegner weg. Marschier vor und jetzt siehst du ja auch die Rache. Ne? Rankit hat jetzt auch mal eine Verletzung ausgeführt. Verpasst das nächste Spiel. Das bedeutet hier, Chaos hat noch 2 Ersatzspieler, Nörgel hat noch 6 Ersatzspieler. Das ist hier sehr große Mannschaften, die aufeinandertreffen. Oh ja.
Jetzt wird sich aus allen Nahkämpfen gelöst. Auch eine richtige Aktion. Und jetzt hat hier Army of Dulz nur zwei mögliche Blocks. Einen durch den Blitz. Er blitzt schon wieder mit seinem Knochenbrecher-Clown-Spieler, was auch eine richtige Sache ist. Ja, definitiv. Also aber er würde ich auch immer blitzen. Ja, aber trotz alledem, ich hätte jetzt in dem Spiel zum Beispiel hier mit dem Kraschnack geblitzt, mit dem Sechser oder eben mit Slayer. Dann hast du schöne drei Würfelblocks immer. Da gebe ich dir recht, also da kann ich auch nicht widersprechen. Nur man muss halt so überlegen, beide Minus haben weder Block noch irgendeinen anderen Skill. Rentiert sich das? Ja, baut das ist die Frage. Das stimmt, aber guck mal. Dieser hat natürlich... Jetzt siehst du wieder die Kettensäge, wie sie wieder eingesetzt wird. Mm. Und jetzt sind wieder viele Spieler an Gegnern dran und jetzt wird sich wieder vorbewegt. Du siehst, der Cage wird nach vorne gelegt. Und hier haben wir einen sehr schönen Teil. Jetzt bindet die Nörgelbestie zwei Chaoskrieger, was natürlich faszinierend gut ist. Ja, definitiv, definitiv. Aber unser lieber Nörgelspieler lässt sich davon nicht beeindrucken. Nö, der nimmt das jetzt als seinen Platz und er will jetzt schieben. Und da muss ein Reroll erfolgen. Richtig so. Er muss auch folgen. Und er macht damit Wege gut. Jetzt wird da vorne der an der Seite noch weggeblitzt. Schieben nach vorne hätte ich gemacht. Dann wäre er noch in der Gefangenschaft des Nörgel, der Nörgelbestie. Ja, bis jetzt läuft's gut. Au. Die Frage ist bloß noch, wie lange? Naja, aber ich würde mal so sagen, es sind beides Bash-Teams, beide hauen aufeinander zu. Da geht's drauf an, wer schafft halt die besseren Rausholer. Mhm. Und hier sieht's halt derzeit aus, drei Wettertaff, die Rüstung hält, ne? Na, aber sowas von. Und die Einwürfeblocks waren auch ein richtiger Ansatz. Beide haben Block. Was passiert? Und da ist natürlich eine Tackle-Zone nicht überdacht worden von dem Slayer, dem zweiten. Ja. Da hätte er vielleicht nochmal vorher drüber gucken sollen, aber mei, jetzt ist auch zu spät. Ja, jetzt wird der Cage nach vorne sich bewegen. Ja, nicht wirklich. Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, der Nörgel setzt jetzt hier echt alles drauf und dran, das zu halten bis zum allerletzten Punkt, um halt so zu verhindern, dass die Kettensäge noch großartig in Einsatz kommt. Naja, wenn er einen schnellen Touchdown macht, muss die Kettensäge raus und er hat keine Bribes. Ja, das ist durchaus richtig. Du siehst, jetzt wird hier eine Verstärkung noch angestellt, die Bestie haut nach vorne, ist aber saublöd. Das Standardlos mit diesem Vieh. Ja, ich habe mit meiner auch immer noch Probleme gehabt. Und hier ist wieder einer auf die Hörner genommen worden. Oh, und wieder ein Double Skull. Jetzt wird wieder was genommen und diesmal nicht. Das waren jetzt drei Einser hintereinander, wie du siehst. Ja. Das kann passieren. Die Rerolls gehen auch hier schon schnell weg. Guck mal, wir haben Runde 4 und am Mittwoch hat noch einen Reroll. Ja, also das Reroll-Management bei ihm ist noch ein bisschen komisch, aber sagen wir es so, in den meisten Fällen reicht es ja aus bei ihm. Ja, sonst wäre er nicht in der zweiten Liga, sonst hätte er nicht einen Aufstieg geschafft. Ja, eben. Ballträger wird vorbewegt, war mir auch klar, dass es dort jetzt gemacht wird. Muss er, weil wenn er da weiter hinten stehen bleiben würde, würde er es nicht schaffen rechtzeitig, wenn es blöd läuft. Einwürfeblock des Todes. Aber es ist eine gute Aktion, weil der hat Block, der hat alles, der andere Gegner hat halt nur unterstützen. Man sieht halt wirklich noch, dass Army of Dulz Mannschaft erst in der dritten Saison ist, ne? Ja, aber dafür ist sie relativ gut entwickelt, muss man schon sagen. Da stimme ich dir auch wiederum zu.
Wenn ich überlege, wie ich damals mit meinem Chaos gestartet bin, wie lange ich gebraucht habe, bis ich gescheit mein Team hochgepumpt hatte. Puh. Das war jetzt auch wichtig. Er wollte halt nicht nur schieben, er brauchte den Pow, um da mal was Platz zu machen. Und jetzt ist Army dran. Army macht meiner Meinung nach jetzt einen gravierenden Fehler. Er hat 4 Spieler liegen, aber macht zuerst seine Aktion. Erst einmal Kontrolle, lieber Army, wie immer. Ja, die Feldkontrolle ist das Wichtigste. Wenn man die nicht hat, dann ist sowieso vorbei. Einwurfblock auf den Ballträger. Schön nach hinten schieben. Aufstehen, Positionierung, auch gut. Und das wäre es schon wieder. Er hätte vielleicht jetzt noch was hinten rausschieben müssen. Er hat jetzt nichts davor gestellt. Das bedeutet, Nurgle kann natürlich jetzt vorstellen. Ja, und er hat nicht viel, was abfangen kann. Er hat jetzt einen Chaoskrieger. Mhm. Ja, vielleicht noch den liegenden Tiermenschen, der sich noch ranschieben könnte. Uiuiui. Ui, ui. Das wird knifflig. Das wird ein Surf. Nein, es wird kein Surf. Ich hätte jetzt definitiv gesurft. Ich glaube, da wollte er nicht. Da wollte er nicht. Oder er hat es nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Aber er hat ja vorher den erst an den Rand geschoben. Also gesehen haben müsste er ihn. In der Theorie ja, in der Praxis wohl nein. Au, 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 das arme Paradise Lost. Das sah schmerzhaft aus. Ja, aber man sieht jetzt hier wieder eine Positionierung. Wieder ist einer an den Ballträger ran. Jetzt Dodge und auf den Ballträger. Richtige Aktion. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wo scattert der Ball hin. Er scattert sogar gut. Ball aufheben. Jetzt würde ich nach... Würde ich erstmal, ich hätte jetzt schon die ganze Zeit Schiss. Bevor ich hier irgendwelche Würfel mache, hätte ich meinen armen Spieler vom Rand weg bewegt. Ja, da ist Ami in der Hinsicht manchmal etwas blind. Naja, vielleicht hat er ihn übersehen. Und es gibt jetzt sogar schon vorher den Foul, bevor der letzte bewegt wurde, ja. Ja. Und es wird nichts bestraft hier, ne? Der Schiri hier so, ja. Und guck mal, Ami hat ihn sogar am Rand stehen lassen. Ami hat ihn definitiv vergessen. Hammerfall wurde vergessen. Der arme Hammerfall. Das hat er ja nun wirklich nicht verdient. Ja, aber überleg dir mal was anderes. Selbst sein Gegner vergisst Hammerfall. Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen, liebe Zuschauer. Schreibt mal in die Kommentare, wie sehr ihr euch das wünschen würdet, dass das mal Gegner bei euch machen. Einen wichtigen Chaoskrieger am Rand stehen lassen, den ihr dann rausschieben könntet. Meine Güte. So, das ist doch Kapital für beide, ne? Zwei ja. Runden nicht gesurft. Oder wegbewegt vom Rand. Aber ich prophezei dir, da kommt bald ein Touchdown. Ja. Ball ist nicht aufgehoben worden. Jetzt muss der Reroll gezündet werden. Und jetzt siehst du nach dort. Und jetzt muss ein Pass gespielt werden. In durch massenhaft Nürgelzonen, was dumm war. Das hätte ich auch nicht gemacht. Weißt du, was man da hätte machen müssen? Da wären die Nürgelzonen sind links. Rechts vorbei. Auf den am Rand auf Hammerfall. Auch wenn er schlechter fangen kann. Und dann damit vielleicht weiter, wenn da ein Pass gemacht werden muss. So hat natürlich unser Nürgel noch Chancen, einen Touchdown zu machen. Und das hat er dann auch gerechtfertigt verdient. Ja, definitiv, definitiv. Und vor allen Dingen, überlegt mal so, jetzt ist der Nörgel im Vorteil. Ja, jetzt gut. Hat er nicht mehr die Kettensäge gegen sich. Na doch, er hat 3 Bribes. Also ich würde denken, Armin nutzt jetzt einen Bribe, dass die Kettensäge im Spiel bleibt. Oh, hübsche Cheerleaderinnen von den Orgern und Ork-Cheerleader, das ist doch was Tolles. Boah. Das sind noch Mädels, sag ich euch. Nicht diese Hungerhaken wie die anderen Cheerleader-Teams. So. Und wir sehen jetzt,
Wird die Bribe genommen? Nö. Somit ist die Kettensäge weg. Trotz seines eingesetzten Bribes. Hier unten seht ihr das. Bestechung fehlgeschlagen. Er musste eigentlich nur über eine 2 werfen. Hat aber nur eine 1 geworfen. Also Pech gehabt. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob... Eine Runde. Es ist ja nur eine Runde jetzt noch. Ja, aber es ist durchaus noch möglich, einen Touchdown zu machen, wenn er es richtig anlegt. Weil er hat Frenzy. Er kann es theoretisch schaffen. Mit einem Touchback definitiv. Aber dafür hat er sich nicht richtig aufgestellt. Das ist keine One-Turner-Aufstellung, die er da gemacht hat. Nee. Er muss... Für eine One-Turner-Aufstellung hätte er einfach nur ein paar Spieler nach hinten gebraucht. Ja, er hätte es anders aufstellen müssen, komplett anders. Weil so... Nee, aber jetzt, er versucht halt jetzt nochmal Schaden zu verursachen. Aber was bringt es ihm? Der Nurgle hat keinen einzigen Verletzten. Liegt 1-0 vorne. Na, mal gucken. So. Endlich mal Blitz mit dem großen Krieger. Tja, und das war's schon. Jetzt wird noch ein Pass gemacht, der sogar misslingt. Nein, doch, er misslingt. Entweder der Werfer kriegt sich hin, ja, oder der Fänger. Das ist einfach nur strange bei ihm. Ja gut, aber ich sag mal so. Das passiert auch in jedem Spiel mal. Wir haben keine Auswechselspieler mehr auf Seiten des Chaos und immer noch 4 auf Seiten von Papa Nörgel. Angriffshälfte, ja. Chaos. Wir haben ein ganz normales Aufstellungsspiel hier, wenn man sieht, sie haben sich jetzt so aufgestellt. Aber wir gucken mal, was hier passiert, und ich sehe es schon. Eigentlich ist jetzt Chaos dran, aber ich glaube, das ist das problematische Kickoff-Event. Blitz, ein Bonuszug für Nörgel. Da freut sich doch das Nörgel-Team umso mehr. Definitiv. Da rege ich über Blitz, rege ich mich am meisten auf, wenn das passiert. Und was soll Platzsturm. Ich da erst sagen? Was soll ich da erst sagen, wenn Blitz oder Platzsturm kommt? Du weißt, welches Team ich spiele. Ja, mit Camry derzeit im Marsch. Und ne, ich habe schon einen verdammt guten Werfer. Jetzt fehlt mir nur noch der passende Auffänger für den Ball. Aber mich frustet das noch mehr, wenn Platzsturm oder sowas kommt. Da könnte ich regelrecht ausrasten. Schon mal überlegt, vielleicht die Sicherheitsuhr dir dann zu holen, oder brauchst du irgendein anderes Stadion-Upgrade? Sagen wir so, für Camry ist das Wetter das Entscheidende. Also brauchst du eine Wetterkuppel. Die hat mein Stadion schon. Sagen wir so, die letzte Season war relativ harmlos für mein Team. Kaum Spieler verloren, und ja, gut, da kann man sich dann einiges leisten. Endlich mal ein schöner Blitz mit dem Minnow. Das, was ich vermisst habe. Und Pieps Strubbelkopf ist dadurch auch noch verletzt. Naja. Aber keine langfristigen und wieder Regeneration. Da hat Blutengel richtig Glück diesmal in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Wenn ich da zurückdenke an das Spiel, was ich gegen ihn hatte, da hatte er nicht so viel Glück gehabt. Da hat er halt 3 Leute, glaube ich, verloren gehabt auf dem Spielfeld. Und ich habe letzte Saison gegen ihn gespielt und habe da eine 1-0-Niederlage eingefahren, aber es war auch interessant. Ja, also gegen ihn zu spielen ist echt interessant. Und der Feuerball war jetzt ein bisschen ordentlich zwar eingesetzt, aber hat halt nicht viel gebracht. Er bringt auf die... Ich hätte ihn auch dort auf die Beste. Da waren 4 Spieler in Möglichkeit, den der Feuerball trifft. Ja, aber einer davon lag. Das ist egal.
Ja, der wird ja nicht mitgerechnet, weil der eh schon liegt. Stimmt. Ich hätte, wenn dann eher versucht, den irgendwie durch den Star-Player an irgendeiner Stelle zu binden mit mehreren Spielern und dann drauf zu bolzen mit dem Feuerball. Weil ich kenne Blutengel, er geht gerne auf Star-Player. Und hier sieht man wieder, wie er auf Starplayer geht. Er tritt auf einen drauf. Au, au, Mono Ink 2 ist verletzt. Damit fehlt ihm ein wichtiger Spieler, nämlich ein Garder. Naja, ein wichtiger Spieler würde ich da nicht mehr langsam sagen. Langsam würde ich sagen, es fehlen ihm einige Spieler, wenn du das dir mal anguckst. Ja, das schon. Aber einer mit der wichtigsten, weil er braucht das gerade. Weil du siehst ja, was Nurgle an Stärke hat. Na gut, aber wenn du mal so siehst, was da jetzt schon draußen ist, das ist ja schon etliches, ne? Also, Ja, klar, ich mach aber. mal ganz kurz Pause, damit du das auch siehst. Also, wenn wir mal draußen gucken, was draußen liegt. Paradise Lost liegt draußen. Rankit liegt draußen. Ja, aber du hast recht. Er hat halt von dem noch schwachen Tiermenschen über den Tiermenschen nur mit Block, mit dem mit Block und unterstützen. Er hat einiges draußen am Liegen, ne? Also das muss man auch sagen. Aber wenigstens ist das eine nicht langfristig. Ja, das ist echt gut. Aber die zwei anderen Spieler, ne? Das ist langfristig und das ist halt schade. Ja, aber sagen wir es so, die Beastmen, wenn die jetzt noch nicht geskillt sind oder nur einen Dann Skill ersetzt du haben die und manchmal sogar, ja, das stimmt schon. die werden so schnell ersetzt, das ist genauso wie mit den Rottern. Unterschätze aber nicht, dass du dafür auch immer genug Geld brauchst, um die alle ersetzen zu können. Und du musst Ja, dir auch immer klar. Sicherheitsbudget zurücklegen, ne? Klar, das stimmt schon. Luke Furunkel fliegt vom Platz. Ja, Aber er es ist wurde mal auch. wieder in den Star-Player reingetreten. Aber Das. das war schon wichtig. Den Blitz fand ich falsch angesetzt. Er hat da ja eine Möglichkeit gegen gehabt. Das war unnötig. Der hätte den anderen Spieler nutzen können. Einzige Ausnahme ist, der will jetzt unbedingt durchkommen. Sonst war das ein fehleingesetzter Blitz. So wie das ausschaut, möchte er so weit wie möglich eigentlich durchkommen und den Gegner halt daran hindern, irgendwie weiter gegen ihn vorzugehen. Also er will nach rechts rüber, damit er einfach auf der rechten Seite ist, weniger bewegliches Spieler von dem Gegner, um einfach Zeit zu haben. Der Prügelknabe, der Kralle geht auch noch raus. Prügelknabe der Kralle. Ja, ich kenne den, der glaube ich ist aus deinem Team, oder? Aus dem geschredderten Team mittlerweile. Ja, das würde ich dann auch sagen. Das war das Amateurteam von Soul, das einen auf die Schnüss von ihm mal bekommen hat. Und da ist der Spieler in das andere Team einfach rübergegangen. Sagen wir es so, ich habe ihn in Zugzwang teilweise gebracht. Und er hat dafür einen deiner Spieler bekommen. Toll! Ich glaube sogar, ich habe gegen ihn nur Unentschieden rausholen können. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, es war kein Unentschieden. Du hast verloren. Das weiß ich noch 100%. Das Spiel habe ich kommentiert. Okay. Glaube ich wenigstens. Ja, kann man ja, kannst ja dann später in der Statistik nachgucken von denen. Aber du siehst natürlich jetzt hier, Hammerfall ist K.O. Es wird jetzt vorbereitet. Natürlich wird er sich jetzt wieder in die Richtung bewegen. Die einzigsten schnellen Spieler, aber man sieht, die kommen auch nicht genau weg. Und was ich interessant finde, ist, dass hier Army of Dolls echt die ganze Zeit wieder den Starspieler vergisst liegen lässt, ne? Ja, das ist irgendwie strange. Aber vielleicht auch eine Taktik, um halt einige Spieler zu binden, um zu sagen, komm, tret doch rein, tret doch rein, tret doch rein. Ja, aber das doch nicht mit einem Stärke 6er kommen, das kannst du mir nicht sagen. Aber wenigstens ein guter Ausgleich mit Papa Roach. Und Ja, jetzt. der war aber auch nötig. Aber auf jeden Fall. Und jetzt kommt der Junge wieder bei ihm. Nurgle hat diesmal keinen, der wiederkommt. Das bedeutet, zwei Ersatzspieler sind noch draußen. Jetzt kommen die harten Bandagen ins Spiel. Jetzt kommen Oh ja. weitere wirklich harte Rotter dazu. Und wenn ihr euch die mal ansieht von ihm, die sind einfach nur das Übel. Ey, selbst ich habe schon damals das Kotzen angefangen, wo ich die gesehen habe. Definitiv.
Und wir sehen jetzt hier die neue Aufstellung. Jetzt hat Army of Dirt noch 4 Züge zur Verteidigung und Papa Roach, also Blutengel, Papa Nuggets Pestbällchen hat noch 5 Züge für einen Angriff. Das ist alles noch möglich. Wir werden mal sehen, wie das Spiel uns weiter hier sich entwickelt. Wobei ich sagen muss, dass er Hammervoll in der ersten Reihe hätte nicht stehen lassen sollen. Naja, was willst du denn sonst da hinsetzen? Hast nicht mehr viele Optionen, die so sind. Guck mal, wenn du dir die anguckst. Was hat er denn da noch? Jetzt vielleicht ein Starspieler nach vorne, deiner Meinung nach. Aber da siehst du Hammervoll. Du hast ja schon richtig gesagt. Hammervoll nicht vorne stehen lassen, sondern liegt jetzt das Hammervoll draußen. Da hätte ich lieber den Mighty Blow Claw-Spieler hingesetzt. Der ist zwar auch sau wichtig, aber der tut nicht so weh, wenn der fehlt. Oder den Tiermenschen, der einfach nur brutal hat. Der steht ja vorne. Nee, hat noch links einen stehen. Guck mal. Ja, doch, der hat er vorne. Der hat doch einen brutal vorne. Na gut, der hat nicht mehr viel, der da tun kann. Ja, und jetzt geht wieder natürlich Nörgel auf die altbewährte Taktik. Klopp ihn zu Tode. Na, das ist die Frage, ob er mit der Taktik gut durchkommt. Er hat nur, denk immer dran, er hat nur 5 Züge. Ja, das, da gebe ich dir recht, aber bis jetzt hat sie sich ja bewährt. Absolut. Du siehst, alles wird auf die andere Seite verlagert. Gut, ich würde jetzt nicht alles darüber verlagern. Ich würde einige Spieler noch auf der linken Seite aufbehalten, falls der Ball doch mal in die Seite wechselt. Und wieder eine saublöde Bestie. So schnell kann's gehen. Dieses Nörgel-Team. Das ist ja, aber Wahnsinn. Es geht. Es hat noch diese Saison und danach maximal eine weitere. Aber jetzt hier ohne ich. Die Klicks ist tot. Von wegen tot. Ja, Regeneration. das dritte Mal. Also, liebe Zuschauer, da hat Papa Nörgels Pestbällchen richtig Glück. Jede Verletzung, die ihm geschlagen wird, wird heute regeneriert. Ja, gut, das bedeutet halt zwar immer noch SSP für den Gegner, aber trotzdem, das ist halt. Ärgerlich. Das ist halt eine Schmache in der Hinsicht für den Gegner, weil der sich so denkt, ja, der ist draußen und dann so, ach scheiße, der kommt wieder. Er kann wiederkommen, ja, ja. Ja, aber sind wir mal ehrlich, bei diesem Nörgel-Team wäre es auch nicht schade drum, wenn mal für ein paar Turns die Bestie rausgeht, weil er hat so viel Stärke ab und so viel Agi und Beweglichkeit mittlerweile in diesem Team. Das stört es nicht, wenn die Bestie mal für ein paar Züge ausfällt. Deswegen kann theoretisch Blutengel die auch effektiver und aggressiver vorne einsetzen. Das stimmt. Aber jetzt siehst du hier, es wird natürlich jetzt vorgegangen. Und es wird alles vorbereitet, was er hat auf der Seite. Jetzt muss natürlich Army of Dirt musste mit einer 2-Linien-Verteidigung arbeiten gleich. Er muss jetzt, bevor er irgendetwas tut, und er macht natürlich den Fehler. Du siehst, er greift erst an. Und das Army ist wirklich fahrlässig. Bitte in den zukünftigen Spielen sorge dafür, dass du deine Spieler richtig aufstellst. Erst Aufstellung, Junge. Und jetzt ein Würfelblock. Er macht einen Würfelblock. Ich glaube, dass er mittlerweile schon sehr gefrustet war ab diesem Zeitpunkt. Ja, aber trotz alledem, er macht einen Foul, bevor er seine Spieler bewegt, bevor er sich eine Absicherung stellt. Ja, also da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, er ist ein super netter Kerl, aber seine Taktiken teilweise und dass er sich so viel unnötig aufregt, das versaut ihm jedes Spiel auf Dauer. Ja, aber ihr seht, jetzt hat er hier keine Absicherung hier hinten hingestellt. Da ich vermute auf einen Sieg von Blutengel. Ich auch, ganz ehrlich. Weil hier keine Absicherung gestellt worden ist. Ja, vor allem Blutengel weiß, wie er mit diesem Team umzugehen hat. Naja, Blutengel macht aber auch eine Standardtaktik. Er haut sich gerne nach vorne. Und jetzt seht ihr hier eine Positionierung. Na, sehen wir jetzt vielleicht einen verfrühten Touchdown noch?
Oder Nee, meinst nee, du, nee, er nee, nee. wartet Er noch? wird warten, er wird auf Defensive spielen. Er baut sich jetzt hier Spiel auf, um einfach Bedrohungen zu stellen. Und dann wird er ganz gezielt einfach nur wegräumen. Er stellt Blocks ran. Er nutzt Bist jetzt du dir wirklich sicher? Absolut. Das würde ich sagen. Also ich bin eine andere Meinung. Er verlagert den Ball natürlich. Oh Siehst meine du das? Güte. Oh Siehst meine. Du das? Oh Gott, das hätte ich niemals erwartet. Ich sag doch, der weiß, wie er mit diesem Team umzugehen hat. Ja, aber wieso? Das ist ja jetzt eine super gefährliche Situation. Er will Ami in die Bedrängnis bringen, dass jederzeit ein Touchdown erfolgen könnte, dass er sich umdrehen muss. Ja, dass aber er diesen Blitz nach hinten verschwenden muss, dass er den nicht mit dem Mino vorne hat. Egal mit welchem. Aber jetzt baut Ami dasselbe Spiel auf. Wissen beide nicht, was Nörgelfelder sind. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Pietz Strubbelkopf ist auch K.O. Ja, jetzt geht's nochmal richtig ab. Jetzt drehen die beiden nochmal richtig auf. Sowas habe ich seit langem nicht gesehen, was da gerade passiert ist. Ja, Ami hat jetzt natürlich passend aufgestellt gegen. Er hat alles für eine Touchdown-Gefahr aufgestellt. Jetzt ja, aber muss es sind, Nörgel reagieren. Es sind massenhaft Nörgelfelder, das klappt nicht. Der Pass ist auf eine 6, er muss über eine 5 würfeln. Das klappt nicht. Also tut mir leid, das ist jetzt gegen jegliche Statistik. Und ich hasse es, ich hasse Spiele, die gegen jede Statistik sind. Dieses Spiel ist schon gegen jede Statistik. Wenn du mal überlegst, wie oft Regeneration schon geklappt hat. Ja, da hast du auch wiederum recht. Also, ich habe auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist. Ja, aber du siehst jetzt, ich sehe selber jetzt Pferde vor der Apotheke kotzen, also bitte. Die Rerolls werden hier gezündet wie Smarties. Aber das ja. ist... Aber man oh, sieht wieder... Oh, endlich. Und jetzt wird aufgebaut wieder. Ja, jetzt geht's rund. Jetzt geht's richtig rund. Ja, mal sehen, wie das hier noch weiter laufen wird. So, und jetzt, Ami, du kannst surfen. Zeig uns einen Surf. Zeig uns einen Surf. Ja, El Vampo ist verletzt. Und? Keine Regi! Keine Regi! Ja! Es bleibt mal ein Spieler draußen und das verletzt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und er verpasst sogar mal ein Spiel. Ja, also der nächste Gegner wird sich freuen. Ami hat da jetzt wieder gesehen, er hätte da auch wiederum surfen können. Ja, aber dann fiel ihm auf, das wird nix, so wie er es plant. Naja, und dann tut er sich in die Red-Dive-Falle reinmavirieren. Ja, und das wird ihm am Ende das Spiel kosten. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht einschätzen. Aber jetzt gibt's hier den Einwürfelblock des Todes von Blutengel. Damit hat er nicht gerechnet. Five Finger Dead Punch. Liegt am Boden. Und jetzt... K.O. Jetzt schafft er es. Und jetzt würde ich fluchen an Amis Stelle. Der Touchdown in Runde 16 von Blutengel mit einem Einwürfelblock. Den wunderschönen Ogashir-Liederinnen. Das ist ein 1:2. Sieg, Abschuss und wir sehen uns nochmal die Werte an. Spieler des Spiels ist geworden ein Tiermensch und ein Nörgelkrieger. SSP 12 gegenüber, meine Güte. Ja, Nörgel 15, hat Gas 16, gegeben. 17, 18 SSP. Die Statistik ganz kurz eingeblendet für euch, liebe Statistikfans. Mir hat die Statistik in diesem Spiel in den Würfelwürfen nicht so viel schönen Spaß gemacht. Nee, Abschluss ist äußerst zwar noch normal, aber hier, man sieht es halt natürlich. Alleine, wenn du mal die Rüstungsbrecher insgesamt zusammenzählst, die in diesem Match kamen, es waren 26. Aber hier siehst du mit Regeneration, vielleicht haben wir da auch übertrieben, eigentlich müsste es 50% sein, jetzt ist 75%, ich hatte mal Glück damit. Die Kettensäge hat aber auch dreimal ordentlich gearbeitet. Also man muss sagen,
Es war ein sehr interessantes Spiel, ein schönes Spiel. Ich danke dir, lieber Soul. Ich danke auch, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hoffe, uns bald das nächste Mal nochmal zu hören. Auf bald, euer Zatuna. Und euer Soul.